So, meine Lieben, ich bin jetzt wieder zurück zu Vampire Stone 2 mit euch. Und, ja. Wir haben jetzt schon die 100. Folge über... die 100. Folge schon überschritten. Und, wir haben jetzt erlebt, wie Valna aus dem Koma wieder erwacht ist. Und wir müssen jetzt den Schlüssel für diese Truhe finden. Allerdings wird das wahrscheinlich erst etwas später da der Fall sein. Deswegen müssen wir jetzt erstmal noch ein bisschen weiter im Handlungsstrang gehen. Und uns fehlt noch. Uns fehlen noch zwei Kinder der Apokalypse. Und es fehlen uns auch noch Diebinnen. Die fehlen uns noch und wir raus, weg. Und wir müssen noch die eine letzte Burg einnehmen. Diese eine letzte Burg müssen wir noch einnehmen. Und dafür werde ich jetzt erstmal so viele wie möglich zusammensammeln, weil das wirklich eine der schwersten ist. Eine der schwersten Burgen, die aber aufgrund dessen, dass wir halt auf leicht spielen, auch echt machbar sein wird. Ich werde da nur ein riesiges Aufgebot einmal reinhauen müssen. Und auch noch von anderen Burgen ein paar einbeziehen, damit das leichter wird. So, erstmal. Das sollte erstmal reichen. Da haben wir. Nee. Ah. Ach ja, stimmt. Ha, hier haben wir gar nicht so viele. Okay, weiter. Da ist nicht so viel zu holen. Hier können wir uns ein paar Zauberer abknapsen. Hier. Hier können wir uns ein paar Lords abknapsen. Und das ist okay. Hier. Ein Kinderspiel. Das war auch ein Kinderspiel. Okay. So, mal gucken. Sollte A nun für sich echt gut machbar sein. Und wir fangen auch mit der stärksten Einheit an. Außerdem haben wir ja auch die Burgeneroberung auch mächtig geskillt. Deshalb wird der letzte Kampf jetzt auch etwas einfacher werden. So. Und dann brauchen wir jetzt noch die letzten drei Bruchstücke. Und ich gucke mir gleich nochmal nach, wo sich jetzt die letzten Diebinnen befinden. Die in Klenna haben wir ja gefunden, aber eine sollte noch anscheinend in Ildan irgendwo rumgeistern. Ich habe sie nicht gefunden. Keine Ahnung, wo die sein soll. Und eine müsste es dann noch geben, aber wo die ist, puh, gut. Eigene Armee 4040 und gegnerische 1159. Das ist echt machbar. So. Angriffsformation. Wir fangen mit der starken Front an. Gut. Und in der Zwischenzeit google ich einfach mal, wo sich die Dings befinden. Die Diebinnen. Weil hier gerade kann ich sowieso nichts machen. Außer zugucken. Und dem Geheule meiner Werwölfe aber zuhören. So, Diebe, wo seid ihr? Schlossracke. Garon. Im Bordell und die Gebirge südlich von Garon über den Fluss. Ah ja. Also irgendwo noch bei der Höhe von Garon an dem Gebirge und im Ildan. Dort sollten die letzten zwei sein. Sofern ich jetzt richtig informiert bin. Mal sehen. Und wie ist es mit den Kindern der Apokalypse? Haben wir ja jetzt aktuell zwei. Oh,
In Ordnung. In Ordnung soll es noch eingehen. Und im Südosten der Welt auf einer Eisinsel. Ja, mal sehen. So, oh, Mensch. Schon 30 von den Elras weg. Schön. Sehr gut. Und wir haben jetzt noch 7 Werwölfe. Ist gerade echt gut machbar. Die beiden da oben machen gerade eher mehr Spaß als die da unten. Die machen, keine Ahnung, spielen die Schnick, Schnack, Schnuck oder so? Ich weiß nicht. Ich habe auch keine Ahnung, wie das immer ausgewürfelt wird. Wer ist jetzt stärker, wer ist jetzt schwächer? Unser letzter Werwolf in Reserve. So, ab jetzt kommen die Lords. Kommen jetzt die Lords oder kommen jetzt die Exilians? Ich habe keine Ahnung. Kommen jetzt erst die Lords? Ja, die Vampir-Lords kommen zuerst. Alle meine Werwölfe weg. Oh. Oha. Die zerfetzen die erstmal ordentlich. Oh, oh, oh. Hallo. Das ist aber krass. Fast geschafft. So, der letzte Elras war jetzt in Reserve. Jetzt sind es die letzten 3, 2, 1 und fertig. Die letzte Burg ist unser. Jetzt haben wir alle Burgen und damit auch alle Städte und auch sämtliche Steuereinnahmen. Das sieht so gut aus. Oh, nice. Und wir haben einen Anführer der Elras gefangen genommen. Sehr schön. Gut. Das heißt, jetzt können wir wieder foltern. Wir können jetzt Raron foltern. Oh, super. Steuereinnahmen einnehmen. Einnahmen. Genau, einnehmen. So. Und dann. Oh. Ja, guck mal. Was ist denn da? Nice. Ich liebe diesen Perk, dass man das sehen kann. So, erstmal den Elras hier foltern, damit wir wissen, wo der 5. Schrein sich befindet. Jetzt rede, du Wurm. Mich gehen. Deine dauernde Ohnmacht verlängert nur deinen Leiden. Also rede weiter, du Wurm. Ja, nur bitte foltert mich nicht mehr. Die Schrein der Schatten ist in einem Wald auf einer kleinen Insel östlich von Burg Jola versteckt. Eine kleine Insel, so, so. Bitte, ich kann nicht mehr. Er ist in Ohnmacht gefallen. So. Das heißt, wir haben jetzt den Standort des 5. Schreins. Und jetzt können wir auch noch Raron foltern. Das müssen wir ja sowieso machen. So. Unser Folterkeller ist gut gefüllt.
Ihr Narren, wie könnt ihr es wagen, mich zu foltern? Ich foltere, wenn ich will. Und jetzt erzähl uns was Nützliches, bevor wir dir die unendliche Schmerzen beibringen. Glaubst du, das macht mir Angst? Ihr seid nichts, nicht die Ersten, die es auf die Macht der Elras abgesehen haben. Wir haben sogar Ustra überlebt. Pharao Ustra? Dieser Wicht hatte es auf uns abgesehen, auf unsere Macht, auf unsere Zauberkünste. Er war stark, viele von uns fielen ihm zum Opfer. Na fein, meine kleinen schwachen Elras. Ich habe schon hunderte von euch erledigt. Ihr seid so erbärmlich. Ustra, du verdammter Pharao der Hölle, wir verfluchen dich. Ich werde euch ausrotten. Die Welt musste eure Existenz schon viel zu lange ertragen. Du, dein verdammtes Werk. Doch wirst du bald den Zorn der Elras spüren. Wir werden bald einen Zauber besitzen, der uns unendliche Macht verleiht. Unendliche Macht, so, so. Und ich fürchte, euch kann nichts mehr retten. Da das Buch. Ja, eure Anführer habe ich bereits vernichtet. Sie waren genauso schwächlich wie ihr. Und nun sterbt. Du wirst noch viel genug die Zorn der Elra spüren. Tja, aber sicherlich nicht den eurer Anführer. Die sind sicher verbannt in diesem Buch. Tja. Eure schädigen Zauber sind zu schwach, um mich noch zu aufzuhalten. Sei verflucht! Verdammt, das Buch! Niemals wieder wirst du unsere Zauber gegen uns verwenden. Na, dafür ist es schon zu spät. Ich habe alle mir nützlichen Zauber schon eingeprägt. Von der Beschwörung einer Kopie meiner selbst bis hin zur Verbannung eurer Schattengeister und andere Gegenstände als euer schädiges Buch. Und nun habe ich mit meinem Bandstein ein Mittel, um euch komplett zu vernichten. Ich weiß nicht, worum was du überhaupt redest, verdammter Ustra. Doch wird dein Kopf eines Tages von einem Elras abgeschlagen werden. Du weißt nichts über Schattengeister? Interessant. Anscheinend haben eure Anführer es vor euch untergebenen Elras verheimlicht. Wahrscheinlich, um sich selbst auf ewig zu den mächtigsten Elras zu machen. Die Elras werden niemals sterben. Das werden wir ja sehen.